Er hat jetzt eine Nachtklinge, ich habe eine Templerin. Nicht gerade die, die hier im Bild zu sehen ist. Warum ich hier zeige, wahrscheinlich dahin. Kann ich auch jedem empfehlen. Nehmt das Anfangsgebiet mit, auch wenn ihr in der Hauptstadt startet. Entschuldigung, dass mein Stuhl gequietscht. Auch wenn ihr Hauptstadt startet, geht nochmal ins alte Gebiet zurück. Meistens fährt euch ein Schiff da irgendwo hin, geht die erste Quest, die ihr kriegt, ist meist die Quest zum Anfangsgebiet. Nehmt das mit. Da gibt es Himmelsscherben. Ich nenne sie aus welchem Grund auch immer gerne Quellsteine. Rift hat mich schwer in seinen Bann gehabt. Es gibt die Himmelsscherben, es gibt Quests, es gibt Erfahrungen. Ich bin, glaube ich, mit Level 6 oder so da rausgekommen. Also es hat sich schon extrem gelohnt. Denn ich habe vorher eine andere Shulkan gespielt. Nightblade. Na, Klinge. Habe ich gespielt. Die ist da nicht reingegangen ins alte Gebiet und ich hatte solche Probleme. Oh mein Gott. Ging gar nicht. Kann ich also sehr empfehlen. Die Quests sind ja auch super, die sind extra. Hallo? Sie wurden für euch entworfen. Nehmt sie mit. Lest euch alle Questtexte durch. Lasst euch von der Spannung mitziehen. Das ist kein von anderen MMOs. Töte 8 Wölfe. Bringt 12 Blumen. Nein. Das sind so ultra coole Quests. Man fühlt sich wichtig. Man kommt in die Stadt zurück, die man gerettet hat. Alle sagen yeah! Und jubeln zu. Und ja. Ihr seht, ich bin begeistert. Ihr habt verstohlen durch den Wald. Sneakt. Alle sagen, ist viel zu schwer. Scheiße, mach das nicht. Spielen Bogey, ist voll einfach. Vielleicht möchte ich es nicht einfach. Vielleicht möchte ich es herausfordern. Vielleicht möchte ich auch mal sterben. Dann überlegen, was könntest du machen? Wie kannst du es dann? Ich war eigentlich auch in der Beta. Habe ich das hier mitgenommen? Das war so göttlich. Das war einfach göttlich. Aber irgendwie schleiche ich da momentan noch so ein bisschen drum rum. In Deshan. Und wie ihr seht, habe ich noch nicht so viel gemacht. Oh, da ist hier mit das Bild gelaufen. Ich habe erst überlegt, ob ich die auf Bögen skillen soll, weil mein Freund komplett als Archer spielt, der irgendwie alles one-hittet, regt mich total auf, weil ich als Heiler mit meinem kleinen Stäbchen, oh, Kopfschmerzen, mit meinem Stäbchen da rumfummel. Er behauptet, eine Hexe habe seine Axt gestohlen und er hat seine Klamotten verloren. Seine Hexe stellt sich dann aber heraus, ist seine Frau. Ich bin sicher, mein metgetränkter Gatte treibt sich hier irgendwo herum. Das, was sie sagt. Er hat seine Klamotten hier verloren, sie hat sie gefunden oder wie auch immer. Und die Axt ist aber irgendwie ein Familienerbstück und jetzt sollen wir sie für sie zurückholen. Wie man da sieht im Quest-Chat, findet die Axt und seine Hose. Wollte schon immer die Hose eines Mannes wiederfinden. Nicht. So, Zombies mal wieder. Kein Spiel. Ich höre Dornen. Ich höre einen Dorn. Oh, den habe ich schon. Deswegen könnte man die Bots dahin ziehen. Jetzt und sie sterben lassen. Und das ginge nicht, wenn ich diese Fähigkeit benutze. Und dann andere heilen. Also ich überlege noch, ob ich das gerne für mich nutzen möchte. Oder doch für andere. Man weiß es nicht so recht. I know what you're doing over there. Kein Spiel kommt ohne Zombies aus. Ich verstehe es nicht. Ich mag keine Zombies. Tut mir leid. Mir gibt es nichts. Oh, hallo. Kämpfen wir beide. Das ist eine Axt. Nimm sie doch bitte. Ja, dann gebe ich dir mal deine Hosen zurück. Das sieht nicht aus wie meine Hose. Aber vielen Dank, dass ihr meine Axt gefunden habt. Habe ich mir jetzt eine Hose von dem Ich anderen wünschte nur, ich könnte diese Hexe finden und ihr eine Lektion erteilen. Ich bekomme jetzt seine Hose. Nicht mit I. Jo. Meinen spannenden Brief. Narsis. Wer ist Narsis? Ui, das ist aber traurig. Der rollt hier rum. Bin so stolz auf mich. Ich habe heroisch, heroisch dem nackten Nord geholfen. Bitte, please. Nicht, warum er überlebt hat, wenn er nackt, ohne Axt, nachts durch ein Zombie-Dorf gewatschelt ist. Aber wir hinterfragen es einfach mal nicht. So. Könnte der da weniger aufreizend stehen? Möchte ich nicht. Ach, jetzt ist mein Inventar schon wieder voll. Ja, das war's von Mack Nord. Aufs Erste. Melde mich dann gerne nochmal zurück. Und so. Geht das? Naja, gut. Danke.